Hallo und herzlich willkommen zum Heimatverliebt-Podcast. Der Podcast mit den besonderen Tipps für dein Wochenende in Stuttgart, in der Umgebung und auf der Schwäbischen Alb. Hier findest du das Passende zum Abschalten, Kraft tanken, Spaß haben, für Bewegung und Entspannung und Tipps und Tricks, was du alles dafür brauchst. Wir sind Susi und Frank Reise, deine Hosts für diese Podcast-Episode und wünschen dir viel Spaß beim Reinhören und später beim Aufstöbern des Besonderen. In der Podcast-Episode 113 haben wir ja zusammen mit dem Jens vom Blog Kochschwabe zusammen über schwäbischen Kartoffelsalat gesprochen. Und wir haben auch schon einen Ausblick gegeben, was man denn Gutes zu dem Kartoffelsalat dazu essen könnte. Und das sind zum Beispiel Maultaschen. Und um diese Maultaschen soll es heute in der Podcast-Episode 118 gehen. Wir werden ein bisschen drüber plaudern, wie die Maultaschen überhaupt entstanden sind. Also wer hatte die Idee zu diesem tollen Gericht? Wo kommen sie her? Ist das vielleicht auch ein nettes Ausflugsziel für irgendwann mal wieder? Und natürlich, wie werden die Maultaschen am besten zubereitet und welche vielen Varianten gibt es davon? Und bevor ich jetzt irgendwas erzähle, sage ich erstmal Hallo Jens. Hallo zusammen. Hallo. Freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, schön, dass es wieder geklappt hat. Und jetzt, denke ich, starten wir gleich mit der Sage der Maultaschen. Die heißen ja auf Schwäbisch auch anders. Auf Schwäbisch heißt es eigentlich Haugusbscheißerle. Und Susi wird uns jetzt erklären, warum man Haugusbscheißerle sagt. Der Frank hat vorher gesagt, er trinkt hier gerade Bacardi, so wie er Herrgottsbscheißerle sagt, klingt es auch so. Also Herrgottsbscheißerle sind, ja auf Hochdeutsch, ist ein Gericht, wo man den lieben Herrgott mit verarscht. Und warum sagt man das? Weil eigentlich ist das logisch, ne? Maultaschen sind ja Nudelteigtaschen und da ist was drin. Und so während der Fastenzeit, und wir sind ja jetzt am Gründonnerstag, also gerade so am Ende, fast am Ende der Fastenzeit, auf jeden Fall sollte man daher kein Fleisch essen. Und die Mönche im Kloster Maulbronn essen eigentlich sowieso überhaupt kein Fleisch, aber der Bruder Jakob hat ein Stück Fleisch gefunden. Und weil man ja nichts bekommen lassen will als guter Schwabe, hat er sich ja ziemlich lange gequält mit diesem Stück Fleisch und hat es erst in Salzlage eingelegt. Aber die Fastenzeit war halt immer noch nicht rum. Und dann hat das oben in den Rauchfang vom Herd gehängt. Aber die Fastenzeit war halt immer noch nicht rum. Und am Gründonnerstag hat er dann gesagt, so jetzt muss es weg. Und hat dann dieses inzwischen ja gut geräucherte Fleisch genommen, hat es ganz fein klein gehackt, hat es mit Eiern, Becken, Winterspinat, Zwiebeln und Petersilie vermischt und hat alles zusammen in diese Nudelteigtaschen reingesteckt. Und die Mönche, die haben das gegessen. Die Mönche in dem Kloster, die sprechen sowieso nicht. Also da hat auch keiner was gesagt. Die haben es halt alles so vor sich hingefuttert. Allerdings hat man die Reste von den Mahlzeiten aus dem Kloster immer an die Armen außerhalb vom Kloster verschenkt. Und die fanden das Gericht richtig lecker und haben es gelobt. Und ja, möglicherweise ist das die wahre Entstehungsgeschichte der Maultaschen. Wenn Susi das so lecker verzählt, da kriege ich schon wieder Hunger. Und für den Hunger ist der Kochschwabe zuständig. Also wie können wir es nachmachen? Wie machen wir heute am besten Maultaschen? Ja, das mit dem Beste, das ist immer so eine Sache. Gell? Ich erzähle jetzt halt einfach mal das Rezept, was ich für mich so ein bisschen herausgeklügelt habe, wie es für mich am besten funktioniert und wie ich es mag. Da scheidet sich ja auch wieder die Geister. Maultasche kann man ja grundsätzlich mit vielen Sachen füllen. Ich mache jetzt hier natürlich die klassische Variante, dass ja auch so richtig gut zum schwäbischen Kartoffelsalat passt. Da passt einfach die fleischige, salzige Variante. Es gibt mit Sicherheit auch süße Sachen. Ganz klar und gar keine Frage. Und aber auch bei der fleischigen, da scheidet sich die Geister so weit, dass ich jetzt echt aufpassen muss, wenn ich davon rede, oder ich darf nicht behaupten, dass das Nonplusultra-Rezept ist, sagen wir mal so. Also das ist so ein kleiner Disclaimer. Und bevor ich jetzt zu meinem Rezept komme, erzähle ich einfach mal geschwind, warum ich das so mache. Also bei mir kommt grundsätzlich in die Maultasche Hackfleisch, ganz klar. Und dann aber auch irgendwas, was das Hackfleisch ein bisschen besser zusammenhält. Und das war jetzt in dem Fall, wo ich sie mir zubereitet habe, Bratwurstbrät, also so frische Bratwurst, die man auch grillen kann oder in der Brühe warm ziehen kann, die man dann übrigens auch genauso gut zum Kartoffelsalat essen kann. Habe ich aber auch nur deshalb gemacht, weil ich kein Fleischkäsebrät gekriegt habe. Ich hätte es echt gern mal mit einem Fleischkäsebrät probiert.
einfach halb, halb, halb Hack und halb Fleischkäsebrät, weil das einfach die Variante ist, die mir erstens ein bisschen schmeckt und zweitens ist sie halt zum Zubereiten richtig gut, weil alles ein bisschen besser zusammenklebt. Ich habe auch mit meinem Papa drüber gesprochen und der hat gesagt, na, die von der Oma mit purem Hackfleisch, das war halt immer die beste. Also, man darf sich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Jetzt kommen wir aber auch wirklich zum Rezept. Und zu so einer guten Maultasche braucht man ja einen guten Nudelteig. Den könnte man sich jetzt kaufen im Kühlregal, spricht auch gar nichts dagegen. Der hat halt auch den riesen Vorteil, dass er nur noch ausgerollt werden muss. Ja, da hat man einfach viel weniger Aufwand beim Auswählen und so weiter. Aber der selber gemacht ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Und bevor wir zu den Mengen kommen, sage ich euch gleich mal, für wie viel das ist. Da erschreckt ihr jetzt bitte nicht, weil so, wenn ihr so eine Maultasche mal macht, dann lohnt es sich natürlich auch nur, wenn man dementsprechend viele macht. Und das Rezept, was ich jetzt gleich erzähle, ist für 36 Stück, also 12 Portionen, also 36 bis 40 Stück. Und da brauchen wir für den Nudelteig 500 Gramm Mehl und 500 Gramm Hartweizengrieß. Beim Hartweizengrieß muss man aber darauf achten, dass man ganz feine nimmt. Also wenn man etwas gröbere hat, dann sollte man vielleicht nochmal schreddern. Mit Thermomix oder sonst irgendwo. Ich habe aber glücklicherweise, und da kommt jetzt wieder eine kleine Werbung für meine Walzmühle aus dem Nachbarort, dort einen Hartweizengrieß gefunden, der extrem fein ist. Also 500 Gramm Mehl, 500 Gramm Hartweizengrieß. Da dazu kommen dann 10 Eier, 10 Esslöffel Olivenöl und ca. 1,5 Teelöffel Salz. Und es wird ganz alles miteinander verknetet, schön verknetet, dass es einen geschmeidigen Teig gibt. Und der kommt dann in Klarsichtfolie gewickelt, erstmal in den Kühlschrank, dass er ein bisschen entspannen kann. Bei den Eiern ist jetzt aber auch so, da scheidet sich schon wieder die Geister, weil viele geben ja zum Beispiel auch X Eigelbe dazu und Y Volleier. Und ich habe es mir aber echt einfach gemacht und habe gesagt, warum soll ich da nicht 10 komplette Eier machen? Hat wunderbar funktioniert. Kleine Anekdote da am Rand. Der Johann Lafer, kennt ja jeder, hat in einer Kochsendung vor ein, zwei Wochen, habe ich da zufällig gesehen, gesagt, auf ein Kilo Mehl nimmt er 30 Eigelb. Das soll scheinbar der beste Nudelteig sein. Und das kaufe ich dem sofort ab. Nur frage ich mich halt, was man nachher mit 30 Eiweiß macht. Das ist immer so Zimtsterne im Frühling. Ja, weiß nicht. Könnte gut sein. Baiserringe, ein Haufen Baiser machen. Auch nicht. Eigfriere könnte man es. Aber wie gesagt, richtig gut wird es bestimmt mit purem Eigelb. Ich mache es aber mit Vollei. Hat wunderbar funktioniert. Also das ist der Nudelteig. Jetzt kommen wir zur Füllung. Bei der Füllung, da nehmen wir für diese Menge 12 Portionen, 36 Stück, 1 Kilo Hackfleisch, 1 Kilo Brät, das ist wirklich viel, 500 Gramm Blattspinat, 2 Knoblauchzehe, 1 Bund Frühlingszwiebeln, 12 Scheiben Toast, ja, da schlagen wir bitte jetzt nicht, weil, wenn ihr keine Brötchen genommen habt, Toast ist einfach von der Handhabung und vom Aufbewahren. Für mich in dem Fall einfach das Beste gewesen. 5 Eier, Salz, Pfeffer. Und beim Salz nimmt man einen ganzen Esslöffel, dass da auch richtig schön Geschmack reinkommt. Und wenn wir gerade in der Bärlauchzeit sind, bietet sich natürlich auch wunderbar an, wenn man da ein bisschen Bärlauch mit rein gibt. Jetzt beim Blattspinat ist so, den sollte man vorher ein bisschen blanchieren, dass er einfach weicher wird und dann klein häckseln. Man könnte jetzt da auch denken, okay, warum nennt man da nicht einfach Kleiderklein gehäckselte? Da denke ich dann wieder, beim Blattspinat weiß man vielleicht eher, was drin ist. Das weiß man beim fertigen Spinat eventuell nicht. Das ist aber nur so eine Sache zwischen mir und Spinat. Die Frühlingszwiebel, die schneidet man in ganz feine Ringe und schwitzt sie an. Dass einfach in der Masse nachher nicht so viele rohe Sachen drin sind, weil die Maultasche nachher gar nicht so lang ziehen, dass das ja, extrem gar wird. Da kommen wir später aber dazu. Die Toastscheibe, 12 Scheiben insgesamt, die schneiden wir einfach in kleine Würfel, übergießen sie mit Wasser und lassen sie weich werden, drücken sie später aus. Das ist
So viel zu den Zutaten. Und die Masse wird dann einfach folgendermaßen hergestellt. Das Hack und das Brät, das wird erstmal am besten in der Rührmaschine, man kann es auch von Hand machen, ziemlich lang geknetet, sodass das schon wieder so ein bisschen Fasern zieht, sodass es so einen richtigen Brei gibt. Ich glaube, das wird man vielleicht mit purem Hack auch hinbekommen, also dass man diesen Klebeeffekt hinbekommt. Das ist ja das, was ich so toll finde bei der Maultasche. Und den fertig gegarter, klein gehäckselter Spinat gibt man da dazu, samt gepresster oder klein gehackter Knoblauchzehe, 2 Stück, die angeschwitzte Frühlingszwiebel, die ausgedrückte Toastscheibe, 5 Eier, Salz, Pfeffer, klein gehackter Bärlauch und das vermischt man dann einfach nochmal. Und bis dahin ist dann auch der Nudelteig schon fertig. Den holt man sich dann aus dem Kühlschrank und wählt ihn aus. Ganz, ganz dünn, so 1 Millimeter. Das reicht, weil der geht nachher beim Kochen auf. Und auf den Nudelteig, ich habe es jetzt in dem Fall so gemacht, ich habe es auf 2 Portionen gemacht. Es gibt dann eine Burn, sage ich mal, ja, so 60 cm breit und 1,20 lang. Auf diese Burn streicht man in die Mitte die Hälfte der Masse und lässt oben und unten auf der Linksseite, ich sage mal, so einen Streifen von 5 cm übrig. Und wenn das aufgestrichen ist, dann klappt man auf der einen Linksseite das Stückchen, was wo kein Brät drauf ist, nach innen und klappt dann weiter. Man rollt die dann quasi. Also ich mache da in dem Fall gerollte Maultasche. Die rollt man so. So klappt sie um, so 2 bis 3 Mal. Und dann kommt man an dem letzten links ausgerichteten Teil, wo kein Brät drauf ist, an. Und das schlägt man dann drauf. Bevor man das aber auf den Rest draufschlägt, pinselt man es mit ein bisschen Wasser ein, dass das besser klebt. Und dann schlägt man es um. Dann hat man eine jenseits lange Maultaschewurst. Und die kann man dann, ich mache es ganz einfach, ich schneide sie einfach durch. Manche drücken es auch ab, dass die Ränder schließen und so weiter. Aber das Brät und das Hack und dass das beim Kneten so richtig schön klebrig geworden ist, hat den riesen Vorteil, dass die Masse erstens nachher nicht rauskocht bei den geöffneten Rändern und es hält an für sich einfach alles besser zusammen. Also der Inhalt löst sich dann auch nicht mehr so schnell vom Nudelteig, was meistens dann passiert, wenn man einfach Hackfleisch ein bisschen vermischt und das einfach alles nicht so gut durchknetet. Ja, und dann lässt man die Maultasche in Salzwasser ziehen. Dazu kocht man halt Salzwasser in einem großen Topf auf, gibt die Maultasche rein, dreht die Temperatur dann aber so runter, dass es nicht mehr stark blubbert, sondern ja, dass die Maultasche einfach nur noch vor sich hinzieht. Und ja, lässt man sie drin, ich sag mal, Viertelstunde, 20 Minuten. Und dann sind die richtig schön gar. Dann nimmt man sie mit dem Schaumlöffel raus. Und dann lässt man sie entweder abkühlen, gefriert sie ein oder gibt sie sofort in der Brühe mit frisch gemachtem Kartoffelsalat und genießt sie. Ich glaube, was Besseres gibt es gar nicht, wenn man das so hört. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. So viele Möglichkeiten mit einer Maultasche. Ja, also klar, man kann sie nachher auch noch anbraten. Das mache ich zum Beispiel, es ist ja so, man kann sie ja rein theoretisch eingefrieren. So. Man könnte ja aber auch hergehen und Maultasche einfach über mehrere Tage essen. Ja, am Anfang in der Brühe mit Kartoffelsalat, nachher vielleicht anbraten mit Ei und ein grünes Salat dazu. Da fängt man dann auch die Kinder ein, ja, dass sie mal grünes Salat essen. Oder man könnte zum Beispiel auch so schon fast wieder in die italienische Richtung gehen und so ein, die nennen immer Maultaschenauflauf al Forno, ja, mit schönen Tomatensauce, geriebener Käse drüber, ins Backrohr und das überbacken lassen. Auch sehr lecker. Da gibt es viel. Ich merke schon, wir sollten einfach diese Interviews mit dir nicht hungrig aufnehmen. Ich bin niemals hungrig einkaufen gegangen. Super lecker. Danke, danke für diese vielen Inspirationen, wie man es genau richtig macht. Ich könnte jetzt quasi sofort in die Küche gehen. Nee, erst einkaufen, dann in die Küche. Was wir noch gelesen haben, ist, dass es ja auch noch zusätzlich ganz viele andere Varianten gibt, so eine Maultasche zu machen. Wir haben mal so ein schlaues Buch, das habe ich mir gekauft, als wir hier angefangen haben, schwäbische Rezepte zu machen. Das heißt Spätzle, Maultaschen und Co. von der Elke Knittel und dem Rolf Maurer. Und wenn ich da mal vorlese, was es für eine Litanei gibt an möglichen Füllungen, das ist der Wahnsinn. Also auch als ich mich jetzt ein bisschen vorbereitet habe, fiel mir eine gewisse Parallele zu dem Fastnitzküchle auf, weil am Ende ist es ja
auch einen Teig und manche machen da was rein und manche nicht. Also irgendwie hat es da ja schon eine Parallele. So ein Teig ist was drin versteckt. Also mir schmeckt die deftige Variante am besten. Das, was Susi jetzt alles vorliest, da sind da manche Abwandlungen dabei. Jo, also die anderen Dinge kann man auch einzeln essen, die muss man nicht unbedingt in Maultasche verpacken, finde ich. Ich habe gerade einen Tipp gelesen, da steht, man kann die Füllung auch mit einem Gläsle Wodka oder Essig abschmecken. Das hat gerade meine Aufmerksamkeit weg. Aber was ich eigentlich vorlesen wollte, waren so Möglichkeiten, was man noch reinmachen könnte, außer der klassischen Variante, die wir jetzt gerade gehört haben. Man könnte sie nur mit Spinat machen oder prinzipiell mit Gemüse. Könnte auch gekochte Kartoffeln mit reinmachen. Es gibt auch Lachs-Maultaschen, Käse-Maultaschen, Salbei-Maultaschen, Ingwer-Maultaschen, Wurst-Maultaschen, Krebs-Maultaschen, Fisch-Maultaschen, Pilz-Maultaschen, Kraut-Maultaschen, Quark-Maultaschen, Lauch-Karotten-Maultaschen. Also prinzipiell, Jens, weil du gerade so sagst, man kann dann die Kinder an den grünen Salat ranführen, man kann ja auch alles Mögliche an Gemüse da drin verstecken. Ja, das stimmt. Und wo du das vorher mit dem Wodka erwähnt hast, da fiel mir gerade ein. Ich habe vor kurzem auch mal polnische Pierogi gemacht. Kennt ihr das? Das ist im Endeffekt sowas Ähnliches. Ja, das haben wir auch schon gegessen. Ja, ist ganz lecker. Da, und die Füllung, die hatte ich gemacht mit Kartoffeln und Quark. Mhm. Das war auch nicht schlecht. Und dann halt einfach Kartoffelsalat, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Sauerkraut dazu. Mhm. Ja. Oder mit Pilze gibt es die auch in Polen. Sind auch beliebt dort. Ja, und die russische Variante, das ist jetzt weniger, glaube ich, mit Nudelteig, sondern schon wieder eine Art Hefeteig und dann im Schmalz rausgebacken, fast wie so gefüllte Fastnetzküche. Die heißt dann, glaube ich, Piroschki oder so. Und ich habe hier eine russische Freundin, deren Mutter macht es immer und die Dinger, die sind einfach so genial. Die sind zum Teil dann gefüllt mit Ei- und Frühlingszwiebeln gab oder dann quasi die Teigdinger gefüllt mit Kartoffeln. Man soll es gar nicht glauben. Was Kohlenhydrathaltiges gefüllt mit Kohlenhydrat. Und es schmeckt sowas von genial. Also wenn ich gerade richtig aufpasst habe, hat das Susi nämlich auch gerade vorgelesen. Mit Kartoffeln, ja. Mhm. Ja, das sieht man. Ist ja auch irgendwie typisch schwäbisch, oder? Kohlenhydrate und Kohlenhydrate. Ich meine, ob wir jetzt Kartoffelsalat dazu essen oder Kartoffeln gleich drin verstecken. Ja. Ja, das haben wir ja schon mal festgestellt, dass das echt typisch schwäbisch ist. Also was ich auf jeden Fall sehr geschickt finde an deiner Variante, ist diese lange Wurst. Weil ich habe schon auch italienischen Nudelteig gemacht und dann halt auch Ravioli oder Tortellini oder whatever, aber da macht man ja gefühlt jede einzelne Tasche. Und so mit der Wurst klingt es wesentlich weniger aufwendig. Ja, das stimmt. Nur, ich muss echt ehrlich zugeben, dieses Ausrollen von dieser langen, breiten Bahn, das hat echt Schweiß kostet. Also da war mit Sicherheit wieder viel mehr Würze nachher in der Maultasche als im Rezept angegeben. Weil das ist echt schweißtreibend. Aber deshalb habe ich mir jetzt auch auf meine Küchenmaschine einen Aufsatz gekauft, mit dem man Nudelteig einfach als Bahn rauslassen kann. Das muss ich mal testen, wobei da muss ich jetzt auch ehrlicherweise zugeben, ich glaube, vom Rollen nachher echt nicht so gut, weil diese Burn halt mit, ich glaube, 20 cm Breite rauskommt. Das heißt, das schlägst du dann halt nicht ein paar Mal um. Da hast du dann keine gerollte Maultasche mehr. Da hast du dann vielleicht welche, wo die Masse dann halt einmal umschlossen ist von allem. Funktioniert also bestimmt auch gut. Also ich finde, das sieht optisch auf jeden Fall sehr schön aus, wenn die Maultasche, die gerollte, nachher auf dem Teller liegt. Die kann man dann ja auch schön kompakt aneinanderlegen. Ich denke, das macht von der Optik her auch einiges mehr her. Oder in einer Suppe drin, die Maultasche, wenn man diese schneidet und man sieht so das Aufgewickelte. Also das hat immer was, das sieht man gleich, die sind selber gemacht. Weil die gerollte zum Kaufen gibt es die eher, habe ich auch schon gesehen, aber eher weniger. Ja, das Witzige ist, die gerollte, die gibt es tatsächlich in den Großmärkten für Gastronomie. Und da heißen die, also ich weiß jetzt von diesem Hersteller mit dem großen B. Und da gibt es die heißen dann Fleischtasche. Da ist auch echt viel mehr Fleischanteil drin, ein paar Prozent halt, als die man im Supermarkt kriegt. Und die sind tatsächlich gerollt. Also sind die dann doch jetzt selber gemacht, die, wo ich dann
immer als Supergrill irgendwo im Restaurant. Das kommt dann auch aus dem Großmarkt und vom Hersteller mit dem B. Ja, da kannst du halt, ich glaube, da kannst du bei vielen davon ausgehen. Oh, du hast mich gerade geraubt von meiner Illusion. Da hilft nur selber machen. Selber genau. Machen. Und deswegen haben wir jetzt ein super Rezept vom Kochschwabe gekriegt. Also ich könnte sofort loslegen mit Essen. Ich habe noch ein paar Ideen, falls man die Maultaschen eher als Nachtische machen will oder zum Frühstück vielleicht sogar. Man könnte sie auch mit Quark und Beeren füllen, mit Apfel, mit Marzipan und Nüssen, mit Mohn, mit Kokos, mit Schoko, mit Preiselbeeren. Also eigentlich kann man halt alles in diese Nudelteigtaschen reinstecken. Also bei manchen Rezepten, wo du gerade davor gelesen hast, da wird sich der Mönch aus dem Zisterzienserkloster in Maulbronn, der wo das erfunden hat, der wird sich im Grab rumdrehen, wenn der das essen müsste. Aber der würde sich freuen, weil der hätte nicht dieses Dilemma gehabt, dieses Fleisch irgendwo verstecken zu müssen. Ich könnte alles einsammeln und da drin verstecken. Hätte können, ja. Auch gleich die Ostereier noch. Eier sind ja auch drin. Gut, Jens, gibt es noch irgendwas, was wir beachten müssen, wenn wir Maultaschen machen? Irgendwelche Geheimtricks und Kniffe, die du das noch nicht verraten hast? Ich habe es ja vorher kurz erwähnt mit der Dicke vom Teig. Da habe ich kurz überspitzt gesagt, es darf maximal ein Millimeter dick sein. Und ist halt tatsächlich so. Also der geht in der Dicke bestimmt nochmal dreimal so auf. Das liegt halt echt an den Eier. Das, ja, also angenommen, man wird es jetzt ausrollen auf 2 Millimeter und denkt, oh ja, schön, wenn sie so rauskommt, dann ist echt gut. Darf man sich halt nicht wundern, wenn die nachher echt fast 4 Millimeter dick sind, diese Teigbeine nach dem Kochen. Und da hört dann halt der Spaß irgendwann mal auf, finde ich. So ein Maultasch, die muss echt, da muss der Teig hochdünn sein. Das ist auch genug Füllung. Ich wollte gerade sagen, es geht ja nicht um den Teig, ne? Es geht um die Füllung. Ja, natürlich. Gut, der Frank hat es gerade schon gesagt, das Kloster Maulbronn war ein Zisterzienserkloster. Bricht man sich fast die Zunge ab. Tja, mit den Mönchen. Und ich habe mal geguckt, warum das Kloster Maulbronn heißt und dementsprechend ja auch unsere Maultasche. Und zwar liegt es daran, dass im Jahr 1138 12 Mönche aus dem Kloster Neuburg im Elsass von Walter von Lomersheim eingeladen wurden, ein Kloster im östlichen Kraichgau zu errichten. Die Zisterzienser waren bekannt als ein sehr schaffiges Volk. Und wenn man eine neue Region erschließen wollte, dann hat man die sehr gern eingeladen. Und die sind dann gekommen mit ihren Maultieren und sind so durch den Wald im östlichen Kraichgau spaziert und gewandert. Und dann haben die Maultiere angehalten, da war eine Quelle, da haben die getrunken. Und dann haben sie entschieden, hier bauen wir das Kloster hin. Also die Maultiere haben es entschieden, wo das Kloster Maulbronn mal hingebaut wird. Und ja, dementsprechend heißt halt auch die Maultasche Maultasche. In dem Kloster, was dann später zu einer Schule wurde, sind auch zahlreiche namhafte Menschen dann zur Schule gegangen und haben sich dort gebildet. Zum Beispiel der Herr Kepler und wir als Neunöttinger, der Mustersohn der Stadt Nöttingen, der Herr Hölderlin, der ja dieses Jahr 250-jährigen Geburtstag feiert, der ist auch im Kloster Maulbronn zur Schule gegangen. Und was aus dem Kloster heute geworden ist, das weiß der Frank. Ja, das Kloster, das wurde 1993 zum Weltkulturerbe ernannt von der UNESCO und das hat auch dazu beigetragen, dass das Kloster jetzt zu der besterhaltensten Klosteranlage nördlich von der Alpe gilt. Also auf jeden Fall sehr sehenswert, dieses Kloster in der Mitte von dem Städtle Maulbronn gelegen. Ja, und da ist jetzt heute in der Anlage von Mauern umschlossen, befindet sich heute da verschiedene Restaurants drin, die Polizei und das Rathaus von Maulbronn noch und andere Verwaltungsämter und unter anderem auch noch das von der Susi erwähnte evangelische Gymnasium mit Internat. Also das Kloster Maulbronn wurde auch 2019, war das Kloster des Jahres und da fand viele Veranstaltungen statt im Zusammenhang und das gehört auch zu den staatlichen Schlössern und Gärten von Baden-Württemberg. Und leider sind die jetzt gerade natürlich so wie alle anderen Kloster und Gärten und Schlösser auch geschlossen. Deswegen, wenn es dann wieder offen ist,
ist das bestimmt auch mal eine Reise wert. Kann man viel drin entdecken und das ist wohl ziemlich weitläufig, das Gelände. Restaurants gibt es, wenn die dann wieder alle wieder offen haben, dann fahren wir da auf jeden Fall mal hin, weil ich war nämlich auch noch nie dort. Das ist in der Nähe von Pforzheim. Ja, das war eine Ecke, da waren wir auch eher selten unterwegs und da zieht es uns bestimmt mal hin. Das wäre kluger als dieses Jahr auf der CMT haben die staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württembergs ein Quiz gemacht und wir haben kläglich versagt. Also wir haben uns fest vorgenommen, uns dieses Jahr zu bilden, darum Kloster Malbronn gehört auf jeden Fall dazu. Jens, warst du schon mal da? Nee. Wir essen halt lieber Maultaschen, ne? Da, ja, und da gebe ich den Auftrag, dass er mir dann echt mal berichtet, ob es da gute Maultaschen gab. Oder ob die vielleicht tatsächlich sogar vom Hersteller mit dem großen B kommen. Oh. Das prüfen wir. Das prüfen wir. Das wäre eine Schande. Das wäre eine Schande, ja. Tja, jetzt haben wir über Maultaschen gesprochen. Wir haben über Kartoffelsalat miteinander gesprochen. Wir haben Fasnitzküche schon abgehandelt. Was gehört jetzt noch zur schwäbischen Küche, was unbedingt in unserem Podcast gehört? Zwiebelroschbrote. Das hört sich gut an. Und Beilage. Spätzle beispielsweise. Und Knöpfle. Und Käsespätzle. Oh, hör auf. Also strategisch clever fangen wir doch mit den Spätzle an. Und den Zwiebelroschbraten, den heben wir uns noch ein bisschen auf. Das hört sich gut an. Also dann, nächste Podcast-Episode mit dem Kochschwabe wird sich um Spätzle drehen. Und das ist ja auch eine Wissenschaft für sich. Ja, da gibt es auch so viele Möglichkeiten, die herzustellen und nachher anzurichten und zu verspeisen. Also da können wir auch eine Weile drüber philosophieren. Mhm. Witzigerweise ist das auch schon wieder sowas aus dem Schwabenland, was echt auf der ganzen Welt bekannt ist. Fällt mir gerade so ein. Maultasche, Spätzle, Zwiebelroschbrote jetzt glaube ich weniger. Echt cool. Aber der, wo einmal ein Zwiebelroschbrote gegessen hat, der vergisst den auch nicht. Das stimmt, ja. Also ein guter Zwiebelroschbrote. Gut, Jens, gibt es noch was, das du unseren Hörern für diese Episode mit auf den Weg geben möchtest? Puh, ich könnte jetzt nur ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich habe doch in der letzten Podcast-Folge meine 365-Tage-Challenge erwähnt und dass die bald startet. Und die ist tatsächlich jetzt am vergangenen Montag gestartet mit einer Süßspeise. Die war echt sowas von lecker. Leider nichts Schwäbisches, sondern was Spanisches. Aber ich habe mir echt da auch in der Challenge wirklich zum Ziel gesetzt, nicht immer das Gleiche zu kochen. Deshalb mache ich das ja auch, damit ich euch, liebe Hörer und meine Blogleser und YouTube-Zuschauer einfach auch die Möglichkeit geben können, einfach selber mal ein bisschen Inspiration mitzubekommen, um in den Alltagssituationen mal was anderes zu kochen als dieses schnell, Kinder kommen gleich, 20 Minuten Gedöns. Da gibt es mit Sicherheit in meiner Challenge auch ganz viel davon, allerdings einfach ein bisschen abwechslungsreicher als dieses Typische, was man halt so kennt. Und wie gesagt, das hat jetzt gestartet. Wer da mehr Infos möchte, der findet mit Sicherheit wieder einen Link hier im Blogbeitrag vom Podcast oder kann auch bei mir auf dem Blog einfach mal www.kochschwabe.de vorbeigucken. Da findet man bestimmt irgendwie zusammen. Und zu dieser Challenge, da gibt es dann auch einen wöchentlichen Newsletter, wo ich ein bisschen was drüber erzähle, was ich jetzt gekocht habe, was nächste Woche dran ist, ein bisschen was in die Richtung Wocheplan, dass ihr auch die Möglichkeit habt, einfach die Sache schon einzukaufen, falls ihr Lust habt, da mitzumachen, also genau die Sache zu kochen, die ich da dann halt in der Zeit auch koche. Ja. Eine gute Sache, gerade zu Zeiten, wo viele Leute mehr zu Hause sind und auch viel mehr kochen. Also wir zum Beispiel kochen jetzt jeden Tag, beziehungsweise der Frank kocht, ich spüle. So, aber so zu Zeiten von Homeoffice ist das echt praktisch, wenn man da ein paar mehr Ideen noch an die Hand kriegt. Also ich denke, wir werden da auch mal reingucken. Ja, das stimmt. Und da könnte man jetzt gerade echt meinen, ich habe das speziell für diese Zeit entwickelt, was ja echt voll der Zufall ist. Aber witzigerweise sind jetzt auch schon bekannte Väter von mir, haben auch schon gesagt, hey Jens, du kochst doch so viel. Hast du mir nicht mal so einen Wochenplan? Dann sage ich, Moment, ich bin gerade in der Vorbereitung, so seit ein paar Wochen. Ja, aber jetzt hat die Challenge gestartet, läuft ein Jahr lang, jeden Tag. Ich bin mal gespannt, wie ich es hinbekomme. Ist natürlich schon eine Herausforderung, aber ja, macht auch riesen Spaß.
Und einen kleinen Spoiler kann ich geben, man geht ja auch in Urlaub und ich selber bin Camper, das heißt, es wird auch ziemlich viele Rezepte geben, die auch wirklich auf dem Campinggrill und so weiter zubereitet werden können, ohne dass man viel Schnickschnack braucht. Das klingt super. Sehr gut. Ich habe jetzt auch noch eine Frage zu dieser Koch-Challenge. Das ist schon so gedacht, dass wenn ich mir das anhöre oder wenn ich mir das Rezept runterlade, dass ich dann das am gleichen Tag koche wie du, oder? Da ist vielleicht der Begriff Challenge ein bisschen irreführend. Ich mache die Challenge jetzt nicht so, dass ich quasi sage, hey, ihr meldet euch hier an, ihr bekommt von mir Rezepte und dann wird quasi gegeneinander gekocht und irgendwo in der Community werdet nachher Bilder gepostet und also so in die Richtung geht es nicht. Das ist jetzt weniger so die Challenge von wer macht da irgendwie am besten mit oder wer hält es am längsten durch, ja? Das könnte man ja auch als Ziel setzen. Nee, das ist wirklich, ich dachte am Anfang eher so daran, mich selber zu challengen, zu gucken, ob ich als Kochschwabe das ein Jahr lang durchhalte, jeden Tag was anderes zu kochen. Und euch nehme ich da einfach diesbezüglich mit, dass ich jeden Samstag ein Newsletter veröffentliche, wo es quasi einen kleinen Rückblick auf die vergangene Woche gibt, mit Herausforderungen und so weiter. Und eine kleine Vorschau auf die kommende Woche. Und die kleine Vorschau auf die kommende Woche beinhaltet dann halt zu dem Zeitpunkt auch schon alle Rezepte. Im besten Fall auch Sketch-Rezepte zu den jeweiligen Gerichten, die ihr dann nachkochen könnt, wenn ihr Lust habt. Ihr müsst es aber nicht. Also, ist eine Challenge für mich. Okay, ja, so habe ich das auch gemeint gehabt. Also ich kann quasi am gleichen Tag, wie du das kochst, kann ich das dann auch schon kochen. Genau, so. Um deine Frage nochmal konkreter zu beantworten, die Rezepte gibt es an den Tagen schon. Die werden nicht nachgereicht. Aktuell bin ich nur in dem Trott, dass ich es nachreiche, weil ich einfach nur nicht so in dem Flow drin bin, wo ich mal hinkommen möchte. Aber das Ziel ist schon, Samstag, morgens oder mittags sind die Rezepte für die nächste Woche veröffentlicht. Dann noch ohne Foto, weil ich es selber kochen muss. Zu dem Zeitpunkt gibt es das einfach nur nicht. Und das Foto zum Rezept und auf dem Blog und so weiter, das wird dann quasi im nächsten Newsletter auf dem darauffolgenden Samstag einfach nachgereicht sozusagen. Sehr gut. Ich glaube, die größte Challenge ist da, glaube ich jetzt bei dir nicht, dass du das alles gekocht kriegst, sondern dass du das alles gegessen kriegst, was du da zusammen kochst. Weil Reste essen ist dann nämlich auch nichts, weil am nächsten Tag wartet ja schon das nächste Gericht. Oder kriegst du das neue Essen und deine Kinder müssen das Essen vom Vortag essen? Oder wie machst du das? Also da sprichst du zwei Punkte. Zum einen werde ich ganz viele Sachen am Abend vorkochen. Das heißt, wenn es dienstags ein Rezept gibt, dann werde ich es höchstwahrscheinlich montagabends vorkochen. Einfach weil ich selber berufstätig bin. Ich meine, das ist jetzt während dieser C-Punkt-Geschichte ein bisschen anders mit viel Homeoffice. Da habe ich natürlich morgens dann auch geschwind die Möglichkeit, eine größere Pause einzulegen und zu kochen bis hinter den Hunger hin. Aber grundsätzlich ist es so, ich habe erstens eine große Gefriertruhe. Ich habe viele Nachbarn, die sich darüber freuen, von mir was zu bekommen. Und das Coole ist ja, wenn du mittags was Warmes kochst, dann schmeckt es ja abends auch noch. Also ich höre schon, das kommt immer weg. Du findest immer gut Abnehmer und zur Not ist es dann auch noch selber. Richtig. Laufst halt der Runde ist länger beim Joggen. Genau, das ist, glaubst du, dann so eine Nebel-Challenge, bis in einem Jahr nicht komplett aufgegangen zu sein. Ja, zum Glück entscheidest du ja selber, welche Rezepte gekocht werden. Ja. Ja, supi. Dann freuen wir uns auf die Spätzle in der nächsten gemeinsamen Podcast-Episode und gehen jetzt gefühlt geschwind einkaufen und machen dann Maultaschen. Das klingt nochmal blöd. Danke, dass du wieder dabei warst. Danke, dass ihr dabei sein durfte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.